Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Eye of the Beholder. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe ein kleines Problem wieder gehabt. Irgendwie hat er das, was wir auf Level 8 gezeichnet haben, nicht gespeichert gehabt. Das war also komplett weg und ich musste es nochmal neu zeichnen. Sehr, sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Aber mir ist noch eine Sache aufgefallen. Und zwar auf Level 7 haben wir hier an dieser Stelle, hier seht ihr das, ich gehe mal rein, da haben wir zwei Löcher im Boden. Und wenn ich jetzt mal die Level 8 einblende, das seht ihr, hier ist das. Machen wir mal Level 7 runter. Das müsste dann hier sein. Das heißt, es könnte sein, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es könnte sein, wenn wir da runterfallen, dass wir dann vielleicht hier rauskommen, dass wir diese Tür hier geöffnet kriegen. Dass wir da in diesen Bereich dann reinkommen. Aber ich weiß nicht, ob es auch wirklich so ist. Jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Da kommen immer solche Feuerbälle raus. Wir sind jetzt, ich glaube, an der Stelle müssten wir sein. Ja, genau. Das ist auch Süden, richtig? Ja. Das ist Süden. Das heißt, da müssten wir sein. Da müssten wir weitergehen, an den Dings vorbei. Und an einer von diesen Stellen hier ist auch ein Ding. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es da oder da war. Ja, es war auf da oben. Das heißt, es passt soweit. Gut. Wie es da oben dann weitergeht, weiß ich jetzt nicht, leider. Schauen wir mal. Lieber mal kurz speichern. Und dann gehen wir da mal vorbei. Oh, und gleich ein Hund. Und da kommt der Nächste. Oh, die halten aber auch wahnsinnig viel aus. So, Steine, da-dum-da-dum. Kommt da gerade einer? Nee, kommt keiner. Okay, ich habe gerade schon gedacht, da kommt der Nächste. So, und weiter hinten müsste noch das andere Zeug liegen. So, aber jetzt schauen wir mal. Wie weit waren das? Das war nicht so sonderlich weit, richtig? Das war gerade so ums Eck hier rum, hätte ich gesagt. Ah, ich bin noch bei Level 7, Mist. Level 8, so. Das müsste dann hier sein. Oh, und ich stehe direkt hier davor gewesen. Das war auch keine so gute Idee. Ja, also da geht's hoch. Da haben wir diesen Ding, so runter geht. Dann gehen wir mal nach da lang. Das liegt nämlich noch unser Zeug rum. Ja, eben hat irgendwie gehangen. Ich bin ja nicht gehangen, aber ich bin teleportiert worden anscheinend. Also nach vier Feldern, 1, 2, 3, 4. Nach vier Feldern werden wir anscheinend hierher teleportiert. Ist das bei dem hier genauso? Ja, und jetzt liegen wir hier. Okay, das heißt, da geht's weiter. So. Jetzt müssten wir, glaube ich, hier sein. Oh, noch ein Ring. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit wir hier nach oben gegangen sind. Ein Ring. Darfst du mal ansehen. Okay. Und ansonsten geht es wieder nach Süden. Werden wir hier auch wieder? Ja. So, dann müssen wir hier lang gehen. Jetzt sind wir wieder auf, jetzt sind wir quasi wieder auf diesen Weg hier.
Ja, und dann. Ich glaube, ich hätte es noch weiter nach Norden machen müssen. Ich weiß es nicht genau. Egal. Oh, da ist eine Tür. Also, wir haben hier jetzt eins, zwei. Genau, das sind da. Dann geht es hier weiter. Das ist jetzt die große Halle. Da geht es nach Süden mit der Tür. Und hier geht es weiter. Ich hätte es alles nach Norden machen müssen. Das passt alles jetzt nicht mehr richtig überein. Ja. Es hätte noch viel weiter nach Norden gemusst. Ja, das muss ich alles nochmal. Wahrscheinlich in der Pause. Oh je. Tausch du mal gegen Fala aus, bitte. Danke. So. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die machen aber wirklich heftig Schaden hier. Und es sind wahnsinnig viele auch noch. Ach, ich habe aus Versehen eine Rüstung gezaubert, Mist. Das wollte ich eigentlich jetzt auch nicht machen. Boah, wie viel sind denn das noch? Keine Munition mehr, super. Und da haben wir den nächsten. Und noch einer. Boah. Hey, das hört ja echt gar nicht mehr auf hier. Keine Munition mehr, super. Können wir das Ding auch wieder zumachen hier? Nee, das geht nicht, solange da einer drin steht. Ach du Schande. Aber das ist doch echt nicht normal hier, oder? Ach du Schande, hey. Nee, das lade ich nochmal neu. Ach je, meine. Okay, ja, dann kann ich vielleicht. Oh. Ja. Ich habe natürlich hier nicht abgespeichert. War ja klar. Das war ja klar. So. Da-dum. Okay. Also jetzt schauen wir noch mal. Kann ich da eigentlich irgendwie noch was machen? Nee. Also bis wie lang braucht man, bis das Teleporter-Dings kommt? Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. So. Also, fünf Stück sind es hier. Dann haben wir den Teleporter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann haben wir da und da den Teleporter, wenn ich es richtig verstanden habe. Dann dürften wir bald wahrscheinlich jetzt hier sein. Richtig. Ich gehe mal ganz kurz nach Süden, ob das auch wieder fünf sind. Also, das ist eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, das war jetzt sieben. Ah, das ist so schwierig zu sagen, wann, wie, wo.
Das ist so extrem schwierig zu sagen. Wie die Teleporter jetzt wirklich sind. Und da geht es ja auch noch weiter nach Süden. Ob da auch noch ein Teleporter ist? Okay, es kommt auf jeden Fall erstmal der Ring an. So, Moment. So, das war der Teleporter. Eigentlich bis hierher hätte ich gesagt, müsste das Ding gehen. So, und da haben wir dann die Tür. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie stimmt oder nicht stimmt. Da geht es irgendwie noch nach oben und kommt dann auch in so einen Raum rein. So, gut. Bevor wir jetzt... Ah, Jemine. Jetzt geht mir die Stimme weg. Bevor wir jetzt da reingehen, hätte ich gesagt, ruhen wir uns aus, weil das ist doch schon etwas heftiger da drin. Und wir speichern definitiv auch noch ab. Aber ich würde wirklich wissen, was ist da drin? So. Und wie gesagt, abspeichern. Da haben wir nämlich wirklich wahnsinnig viele Hunde drin. Vielleicht kann ich auch... Ja, ich kann mal auf jeden Fall in die Tür mal reingehen. So kann ich vielleicht später noch mal mich ein bisschen... Ja, das ist auch keine so gute Idee zu looten hier. So. Ich habe den Eindruck, dass es jetzt ein bisschen besser aussieht. Habe ich jedenfalls so ein bisschen den Eindruck. Obwohl, da gibt es immer noch drei. Nicht tauschen, nicht tauschen. So, das waren unseren Zauber. Das sind immer noch drei Stück. Keine Munition mehr. Ja, super. Auch keine Munition mehr. Dann kann mal einer der anderen Zwerge hochgehen. Okay, der nächste ist erledigt. Ja, es können tatsächlich nur noch unsere Zwerge was machen. Und mehr nicht mehr. Nur noch die Nahkämpfer vorne. Alle anderen sind ja out of Mano. Ammo. Munition. Und die verfehlen ständig. Ja, ich glaub's ja wohl nicht. Na also, geht doch. Geht doch. Okay, den Hammer. Es sind aber immer noch zwei hier. Du kannst den hier nicht...
Okay, noch einer hier. Nein, es sind noch zwei. Mist. Ah, und ich kann nicht mehr... Ach, Mist. Ich wollte eigentlich das Ding zumachen, deswegen bin ich erst auch reingelaufen. Aber ich war nicht schnell genug. Ui, 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 ui. Okay, ausruhen. Beziehungsweise erst einmal ganz kurz Nahrung erschaffen. Ausruhen. Boah. Ist das heftig. Aber das ist doch mehr als heftig. Boah. Aber wir haben einen Großteil, glaube ich, erledigt gehabt. Wenn da kein irgendwie ein Respawner oder sowas drin ist, das könnte natürlich auch sein, dann wäre das ein endlos Ding. So, dann gehst du wieder runter. Du kriegst den in die Hand. Du kriegst den in die Hand. Ihr taugt ja nichts im Moment für Fernkampf. Ja, bis auf unser Magier natürlich. Okay, speichern. Unser Magier kann natürlich jetzt wieder voll was machen. Das ist schon mal gut. Es sind immer noch drei. So langsam habe ich echt den Eindruck, das ist hier so ein Unendlichkeitsding. Was aber ziemlich scheiße wäre, weil dann kommen wir nicht mehr an unser Zeug ran. Wobei, jetzt kommen wir wieder an unser Zeug ran. Ah, nee, ich glaube, das ist doch kein Unendlichkeitsteil. Glaube ich. Haben wir noch was? Ah, Feuerball. Aber die Tür ist zu. Ja. Okay. Die Tür ist zugegangen und wir kommen nicht mehr raus. Super. So, da hast du wieder 10 Pfeile. Aber wir müssen jetzt definitiv hier irgendwie weiterkommen. Ja, also noch 5 Pfeile. Irgendwo müssen noch weitere Pfeile sein. Hier rumliegen. Ja, also da müssen wir jetzt schauen, dass wir jetzt hier weiterkommen, denke ich mal. Ah, da ist nochmal ein Ding. Dann fehlen... Ah, das sind die Pfeile. Da sind die Pfeile, ja. So. Und dann sind wir jetzt hier. Dann geht's hierher. Da geht's weiter nach Süden. Und da hat man Druckplatte. So. Ah, nee, da geht's. Also im... Ach, das ist der Süden? Hä? Ja. Ja, stimmt doch, stimmt doch. Westen geht's nicht weiter, da geht's weiter. Und da geht's weiter. Eins, dann wieder zwei solche hier. Ich hätte es, glaube ich, noch eins höher setzen müssen. Ich hätte es, glaube ich, alles noch eins höher setzen müssen. Weil da haben wir jetzt genau an dieser Kante hier, das ist eigentlich auch irgendwie nicht so richtig. Ja. Ich glaube, ich mache das nochmal eins höher, weil das will ich nicht unbedingt an die Kante hier setzen. Und dann ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nichts verbaut, dass ich da, ich komme da nicht mehr durch, dass wir da irgendwie wieder zurückkommen oder sowas. Weil da ging es ja auch noch irgendwie weiter. Naja gut, werden wir schon hinkriegen in der nächsten Folge dann. Bis dahin, macht's gut und tschüss.